Okay, es ist 16 Uhr. Herzlich willkommen zurück zum Network Track. Jetzt mit Nicola von Tannen oder auch einfach Nico, der uns ein Intro gibt, was passiert, wenn Alice Bob anrufen möchte oder andersrum. Sprich, was so den Interna dahinter in unserer Fritzbox oder sonst wo im Telefon passiert, wenn ein SIP-Call zustande kommt. Nico arbeitet bei der Pfalzcom bzw. Manet. Das ist ein regionaler ISP in der Pfalz offensichtlich, beziehungsweise im Raum Mannheim-Ludwigshafen. Da zieht er gerne Glasfaserkabel durch die Gegend, sprich Nico ist schon in Neuland angekommen. Arbeitet nebenbei noch auf Veranstaltung des CCC in der Internetmanufaktur und interessiert sich für Funken. Und Nico könnt ihr auch mieten, wenn ihr mal irgendein Problem mit eurem Telefon habt oder dem Internet. Damit übergebe ich an Nico. Viel Spaß. Ja, hallo. Danke, Max, für das Intro. Ich hoffe, ihr könnt mich alle gut hören. Remote, immer mal was Neues. In dem Fall ist der Wohnwagen über ein schönes Event infrare WLAN, aber das hat sehr gut funktioniert. Denke ich auch, dass das soweit gut geht. Max, ich komme aus Ludwigshafen in Deutschland, bin Netzwerkingenieur bei der Pfalzcom. Das ist der lokale ISP-Business-Anbieter, Glasfaser-Rechenzentrum und aber auch Telefonie. Telefonie ist nicht mein Schwerpunkt, aber das kommt mit der Umstellung zu VoIP auch immer wieder zu mir und da hatte ich schon einige interessante Tickets gehabt zum Troubleshooten. Ansonsten mache ich. Ja, ich baue Netzwerke für Fun and Profit, also auf CCC, Kongress, Camp und anderen Veranstaltungen immer mal wieder. Da kommt man ja auch an der ein oder anderen neuen Technik vorbei. Worum soll es hier gehen? SIP oder allgemein IP-Telefonie ist in letzter Zeit immer wieder in aller Munde. Tendenziell Netzwerkleute da noch nicht so involviert. Gleichzeitig aber viele Leute, die bisher klassische Telefonie mit ISDN und anderen TDM-Techniken gemacht haben, im Netzwerk nicht so fit und versuchen sich da so ein bisschen teilweise auch rauszustehlen oder die Zeit bis zur Rente zu überbrücken. Das wächst zusammen. Da muss dementsprechend auch ein Knowledge Transfer stattfinden. Ich habe mal überlegt, was ist what to expect, was wird vorkommen. Ich habe mal kurz rumgefragt und ein guter Freund hat gemeint, gar nichts, weil er entweder nur One-Way-Audio hat oder er sogar der Invite gar nicht durchkommt. Warum das passiert, hört er in diesem und auch ein bisschen in dem darauf anschließenden Vortrag. Direkt nach dem Vortrag halte ich noch einen zweiten Vortrag, wo so ein bisschen mehr Deep Dive oder andere Techniken, so ein paar Sachen, was ich bei mir im Troubleshooting mal gesehen hatte, mal ein paar ganz interessante Tickets. Keine Screenshots, keine personenbezogenen Daten, daher relativ viel in dem Fall auf der Tonspur, ein paar Notizen dazu, aber da sinnvoll mit Wireshark-Screenshots zu arbeiten, macht keinen Sinn, weil ich 95% vom Inhalt eh zensieren müsste oder aufwendig im Labor nachstellen. Das wäre dann die Alternative. Aber wie es so mit manchen Fehlern immer so schön ist, im Labor nachzustellen geht nicht immer. Historie dazu. Bisher gab es analoge Telefonie und ISDN. IP kam in den 90er Jahren stark dazu und Provider hassen es klassisch, parallele Infrastruktur zu bauen, haben gerne eine Infrastruktur, über die alles läuft und was in den 90ern angefangen hat, hat sich seitdem stark weiterentwickelt. Heutzutage geht fast alles über IP. Daher ist es auch logisch, Telefonie auf IP zu packen. Es haben sich zwei Standards damals ergeben oder es wurden damals zwei Standards parallel entwickelt, wie es immer so im Internet ist. Die ITU kam mit einem Standard um die Ecke, der sich H232 nennt. ITU-Standards erkennt man ja relativ oft an Buchstaben, danach einem Punkt und eine gewisse Ziffer. Wohingegen die IETF mit dem SIP-Standard um die Ecke kam. SIP hat 1996 angefangen, die Entwicklung zum Standard. Der Standard war dann 99 fertig. Kann sagen, quasi in der gleichen Zeit. Es hat sich jetzt in den letzten Jahren SIP stark durchgesetzt. H232 gibt es noch. Ich sehe es als unter ferner Liefen in Deutschland und in Europa. Es ist quasi unrelevant. Was ist SIP und was macht SIP? SIP steht für Session Initiation Protocol.
Das heißt, es wird eine Sitzung aufgebaut, über die Daten ausgetauscht werden können. Es ist, wie eben gesprochen, ein RFC 2543. Es benutzt standardmäßig den Port 5060 mit UDP oder auch TCP. Der Standard sieht beides vor. 5061 soll das natürlich heißen, nicht 5051, ist für TLS genutzt. TLS ist noch nicht so verbreitet. Die meisten Installationen verwenden da UDP. Es ist ähnlich aufgebaut wie HTTP, dass es beim HTTP das GET, das PUSH und das PUT ist. Ist hier der Invite, der ACK, das Cancel oder das BY, je nachdem, in welchem Zustand sich die Sitzung gerade befindet, werden die dann entsprechend verwendet. Es gibt noch weitere unten, es gibt noch Options, es gibt Subscribe, Register, die jetzt aber hier in dem Talk nicht so relevant sind. SIP ist nicht Media-Beschreibung in dem Sinne oder Media-Transport. Dafür kommen andere Protokolle rein. Die Beschreibung, welche Mediadaten übertragen werden sollen, also wie der Ton verpackt wird, wird mittels des SDPs gemacht, des Session Description Protocol. Das ist ein eigener Standard. Und die Übertragung der Mediadaten ist genauso ein eigener Standard. Da wird in der Regel RTP genommen. Das ist aber nicht festgelegt. Mittlerweile wird im Web auch das etwas angewandt. Der BigBlueButton, der hier verwendet wird, verwendet intern auch SIP und auch verschiedene Mechanismen, Mediadaten zu übertragen, die teilweise anders funktionieren als hier. Ich beziehe mich jetzt hier in dem Vortrag darauf, wie normale Telefonie funktioniert, wenn man jetzt daheim sein SNOM-Telefon oder seine Fritzbox verwendet und darüber telefonieren will. Erster Anruf. Alice und Bob. Alice will Bob anrufen und kann einen SIP-Invite an Bob at seiner IP-Adresse schicken. Darin wird ähnlich wie bei einer E-Mail dann angegeben, wer da anruft, also in dem Fall Alice und Alice at ihrer IP-Adresse. Das Ganze geht an Bob. Ähnlich wie bei einer E-Mail auch. Bob überlegt sich dann, was er tut. Er kann entweder den Anruf annehmen mit einem 200 okay. Die Statuscodes erinnern auch wieder stark an HTTP. Oder er kann den Anruf komplett ignorieren oder halt eine Fehlermeldung zurückschicken, dass es so nicht möglich ist, einen Anruf aufzubauen, weil bestimmte Parameter, die da mitgesendet werden, nicht in Ordnung sind. Das ist nicht die vollständige Nachricht, aber damit könnte man jetzt schon mal anfangen. Die Variante hat ein paar Knackpunkte. In dem Fall, Alice muss wissen, wo Bob überhaupt ist, also unter welcher IP-Adresse Bob zur Verfügung steht. Und ihr habt hier noch gar nichts zum Thema Audio drin gelesen. Alternative dazu ist, wenn Alice nicht genau weiß, wie sie Bob erreichen kann, ist, dass sie sich einen Proxy-Server sucht, der zum Beispiel von ihrem Provider gestellt werden kann. Dann schickt sie ihren Invite an den Proxy-Server und sagt, ich würde gern mit dem User Bob auf deinem Proxy-Server reden. Und der Proxy-Server nimmt sich diesen Invite und leitet ihn an Bob weiter. Ihr habt richtig gehört, der Proxy-Server nimmt den Invite und leitet dann Bob weiter. Offene Proxys im Internet waren schon immer so eine Sache. Das kam vor, das hat einen Haken daran. Und der Proxy muss immer noch wissen, wie er Bob erreichen kann. Wo ist Bob überhaupt? Viel weiter sind wir also noch nicht gekommen. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt das fixe Mapping von Usern zu IP-Adressen. Das ist in manchen Ländern anscheinend noch verbreitet. Man sieht es in vielen How-Tos aus dem amerikanischen Raum. Es ist auch für manche Produkte noch benötigt zu tun, zum Beispiel Skype for Business oder Microsoft Link, wie es vorher hieß, kann sich nicht authentifizieren an einem Endpoint. Wenn man in Skype for Business mit, ich sag mal, dem klassischen Telefonnetz verbinden möchte, weil man auch Konferenzen über Telefon anbieten will oder seine normale Telefonanlage komplett ablösen, dann geht dies nur über feste IP-Adressen-Mapping. Skype authentifiziert sich da nicht. Die Alternative ist eben, dass sich der Client registriert, dass er eine Authentifizierung durchführt mit seinem Proxy oder Server in dem Fall. Und der Server darüber weiß, wer der Client überhaupt ist und ob der Client dafür authentifiziert ist, das zu tun, ob es eine Kundenbeziehung gibt oder nicht.
Ansonsten könnte ja jeder jeden Server nutzen, den es im Internet gibt. Umgekehrt ist natürlich, sobald man einen SIP-Server ins Internet stellt, kommen automatisch irgendwelche Skripte vorbei, die probieren, ob man über den Server telefonieren kann. Da gab es vor ein paar Jahren auch mal eine kleine Lücke bei einem Routerhersteller, wo die Authentifizierung nicht richtig funktioniert hat und man über das Internet kostenpflichtige Anrufe über Leitung von anderen Kunden durchführen konnte. Authentifizierung funktioniert in dem Fall, dass es eine normale Digest-Authentifizierung ist, eben wie auch bei HTTP oft verwendet wird. Der Server antwortet auf den Invite, der von Alice reinkommt, mit einer Proxy Authentication Required, sendet einen sogenannten Nonce mit, und mit dem arbeitet dann der Client, generiert daraus dann seine Authentifizierungsdaten und sendet die wieder an den Server. Das Ganze geht immer noch über UDP, damit unverschlüsselt, aber da der Nonce mitkommt, ist es nicht so unsicher, wie man direkt mal denken würde, aber auch 2020 wird an der Stelle immer noch MD5 verwendet. Codec Negotiation, das ist jetzt eine etwas längere Folie. Das ist jetzt der Invite, der danach dann generiert wird, wenn ein Anruf aufgebaut werden möchte. Und das ist auch der SDP, den ich ganz am Anfang mal erwähnt hatte, der verwendet wird, um im SIP die Audiodaten mitzuschicken. Ihr seht da oben der Invite, das ist in dem Fall ein Invite an die Nummer 5000 auf einem Server von mir. Der Server ist in dem Fall ein FreeSwitch, das ist eine offene SIP-Software und 5000 ist eine der Demo-Nummern, die standardmäßig mit initialisiert werden. Im SDP sieht man einige Daten, man sieht hier hinten schon mal eine IPv4-Adresse, das ist die IP-Adresse, die der Client als sein Audio-Endpunkt angibt. Man sieht sie hier unten nochmal, da drin wird dann auch, ich sehe ihn gerade nicht, da ist der Port, der mitgeschickt wird, wo die Audiodaten hin sollen. Damit weiß die Gegenstelle schon mal, wie die Daten vom Client sind, wo der Client dann Ton erwartet, wenn es soweit ist. Weiter unten sind dann die sogenannten Media-Attribute, die stehen hier. Der ganze nennt sich RTP-AVP für Audio-Video-Part. Video deshalb, weil auch über SIP Video übertragen werden kann. Es ist bedingt verbreitet, eben hier der FreeSwitch bzw. der BigBlueButton, der basiert auf FreeSwitch, überträgt auch Video. Das geht im öffentlichen Telefonienetz, gibt es immer mal wieder Vorstöße, Video, ich sag mal, unters Volk zu bringen. Das haben sie damals bei ISDN schon versucht. Das wurde kaum verwendet, vor allem nicht im privaten Bereich. Bei UMTS war es genauso, also auf dem Mobilfunk wurde Video als eins der neuen tollen Features angepriesen. Dann aber auch so teuer, dass es kaum jemand nutzen wollte und dafür bezahlen wollte. Es ist möglich, man kann es tun. Viele andere Software heutzutage basiert auf SIP, RTP und im SDP, ohne dass man es groß mitbekommt. Und da wird auch Video übertragen. Tendenziell geht der Trend dahin, das alles mehr zu abstrahieren, dass der User davon wenig mitbekommt und auch die Provider nicht. Hier drin ist jetzt die Liste an Codecs aufgeführt, die das Endgerät kann. Also Alice ruft Bob an und Alice sagt in dem Invite, hallo Bob, das hier sind die Features, die ich audiomäßig oder videomäßig unterstütze. Die sind nach einer Präferenz sortiert. Die Präferenz kann im Client vorgegeben werden. In dem Fall wird Alice jetzt ganz gerne den Opus Codio auf Priorität 1 nutzen. Opus ist ein relativ neuer Codec, in der Telefonie noch nicht so verbreitet. Podcasts nutzen es gelegentlich, aber auch andere. Gut, die anderen Codecs weiter unten drunter sind dann PCMU und PCMU, das sind, ich sag mal, Standard-ISDN-Codecs, der wird auch G711 bezeichnet, gibt es in zwei leicht unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, das sind die beiden. 8000 gibt in dem Fall die Bitrate an, also 8 Kilohertz. G722 ist bekannt als Wideband oder HD-Audio, kommt auch aus der ISDN-Ära, hat aber nicht das schmalbandige Dosentelefon sozusagen, wie man bei G711 noch kennt, wie früher bei Analog war. Die Verbreitung nimmt zu,
Gerade auch im Mobilfunk wird bei Voice over LTE zwar andere Codecs verwendet, wenn die Gegenstelle die aber nicht unterstützt, wird unterm Strich dann immer G720 als das geringste Übel verwendet. G726 und die anderen Codecs sind Alternativen, die teilweise eine geringere Bitrate haben, G729, teilweise auch durch Patente geschützt sind und dadurch nicht von allen Endgeräten unterstützt werden. Und ganz unten ist noch das Telefon-Event. Das ist so die letzte Möglichkeit, wenn ansonsten gar nichts funktioniert. Die verbreitetsten sind allerdings aktuell die beiden G711 Geschmacksrichtungen und G722. Das G in dem Fall auch wieder ein ITU-Standard, also nur weil jetzt SIP von der IETF standardisiert wird und auch der RTP, der SDP genauso ein Standard ist, heißt es nicht, dass die dann nur die eigenen Codecs nehmen. Bei Telefonie ist halt eben die ITU sehr stark, was das Ganze angeht. Die Antwort darauf von Bob, wenn er den Anruf annimmt, beinhaltet genauso einen SDP. Damit sagt Bob, wo er Audio erwartet. Das ist jetzt hier hinten in dem Fall gesperrt die IP-Adresse von meinem Server. Das Ganze ist, wie eben angesprochen, schon ein FreeSwitch-Server. Das steht auch immer in der Session oder im User-Agent drin, ähnlich wie bei HTTP oder auch bei E-Mails. Und in dem Fall hat der FreeSwitch jetzt gesagt, dass er gerne PCMU-Audio hätte, weil er gerade auf HD-Audio nicht konfiguriert ist, weil er da keinen Bock drauf hatte. Das ist ja alles eine Einstellungssache. Und unter welcher IP-Adresse und an welchem Port er das Ganze erwartet. Da können die beiden jetzt telefonieren, indem Alice ihren Ton an die hier vorgegebene IP-Adresse schickt und einen der Codecs hier verwendet, der vorgeschlagen wird. In dem Fall ist PCMU. Man sieht aber auch ganz stark, dass das Endgerät von Alice, wenn man hier wieder zurückkommt, sehr viele Codecs unterstützt und die Gegenstelle in der Konfiguration nicht, sondern nur einen. Noch ein ganz wichtiger Punkt in dem Fall hier ist die P-Time, die sogenannte Packet-Time. Die gibt vor, wie viel Ton in wie viele Pakete zerstückelt wird oder reingepackt wird. Ton ist ja in dem Fall eine kontinuierliche Sache und man möchte das Ganze nicht oder man kann nicht warten, bis es komplett abgeschlossen ist. Deswegen muss man das Ganze zerstückeln und in Paketen. 20 sind in dem Fall 20 Millisekunden. Das hat sich so als Standard durchgesetzt heutzutage. Grundsätzlich kann man das Ganze aber auch in andere Stücke kleiner oder größer packen. Wenn man 10 Millisekunden nimmt, hat man mehr Overhead. Bei 30 Millisekunden automatisch mehr Delay. Das ist so der Mittelweg, der jedenfalls in Europa eigentlich immer genommen wird. Wenn die Gegenstellen das nicht richtig honorieren oder falsch interpretieren, dann hat man auch ganz lustige Artefakte damit. Ein kompletter Anrufaufbau von Alice an Bob oder in dem Fall jetzt an die 5000 wird kurz zusammengefasst so aussehen. Sie sendet das Invite an den Proxy-Server eben, sagt, ich würde gerne mit dem User 5000 reden. Der Proxy-Server sendet zurück, dass er das verstanden hat, dass er sich mal kurz was überlegen muss, was er damit sagt und lehnt den Anruf dann mit dem Fehler 407 ab und hätte gerne die Authentication. In der Nachricht ist das, was wir eben im Screenshot gesehen haben, drin, was er gerne für ein Nonce hätte und wie sein Realm ist, also die Daten für die Verschlüsselung. Der Client wiederum sendet ein ACK, dass er die Nachricht verstanden hat und schickt dann den Invite mit den Daten wieder raus. Die Nachricht löst auch immer sofort eine Aktion aus, eben das Trying, dass der Server die Nachricht jetzt wieder bekommen hat und er jetzt was versucht mit dem Anruf zu tun. Das 200 okay gibt in dem Fall an, dass der Anruf angenommen ist. Auch da sehr an HTTP angelegte Statuscodes. Jede Nachricht wird wie immer bestätigt, in dem Fall mit dem ACK. Da hinten sieht man jetzt auch, dass es TCP ist, über das die Verbindung läuft. Bei UDP wird da kein weiterer Parameter mitgesendet. Nur bei TCP steht das extra nochmal dabei, dass es eine TCP-Verbindung ist. Was so ein bisschen eine Spezialität ist, hat aber auch Gründe, warum das manchmal ganz praktisch ist.
Sobald der Anruf fertig ist, sendet eine der beiden Parteien ein Buy und die andere bestätigt das wieder mit einem 200 Okay, dass der Anruf nun beendet ist, das Ganze verstanden wird. Und das war's für den Anruf. Jetzt kommt NAT ins Spiel oder Firewalls an solche. Das, was wir eben hatten, war ein schönes Beispiel, wie es auf einem Campus funktionieren kann, wenn beide Leute im gleichen LAN drin sind, was selten der Fall ist. In der Konstellation, dass es die Fritzbox daheim ist, die sogar das DSL macht, dann ist zwar kein NAT drin, weil die Fritzbox auch direkt die Terminierung übernimmt. Es hält aber auch niemanden davon ab, ein weiteres Telefon hinter einer Fritzbox oder irgendeinem anderen Router anzuschließen und darüber dann mit seinem Anbieter telefonieren zu wollen oder gar einen anderen Anbieter zu verwenden, um aus Kostengründen über das ein bisschen zu verteilen oder jetzt aktuell in der Homeoffice-Situation, wenn man noch ein Homeoffice daheim eingerichtet hat wegen Corona und da ein eigenes Telefon hat, über das man die Firmentelefonate durchführt. Ihr habt eben gesehen, dass im SDP die IP-Adresse und der Port drin steht, wo der Server oder wo die Gegenstelle Audio hinschicken soll. Das geht natürlich kaputt, wenn man NAT macht. Die Ports ändern sich und IPv6 macht das nur bedingt besser, weil SIP und SDP unabhängig voneinander sind. Bei SIP kann die Signalisierung über IPv6 laufen und das Audio über IPv4 oder auch umgekehrt. Niemand hält einen davon ab, das zu tun und die Clients machen das auch automatisch, was dem Ganzen nochmal eine weitere Komplexität reinbringt. Es gibt spezielle Features bei Firewalls, die SIP unterstützen können, sogenannte SIP-ALGs für Application Layer Gateway. Die Firewalls können damit dann dem NAT etwas helfen, das SIP nicht kaputt zu machen. Sie können aber auch komplett schief gehen und das SIP komplett kaputt machen. Je nach Endgerät oder je nach Firewall bietet sich daher an, das zu deaktivieren. Manchmal muss man es aktivieren, nachdem wie es sich verhält, damit es dann besser funktioniert. Die Alternative ist, wenn man das Ganze nicht ganz der Firewall überlassen möchte, ist STUN. Das ist ein Protokoll, was auch hier vom BigBlueButton und vom FreeSwitch genutzt wird, um die öffentliche IP von einem Endpoint durch NAT zu erkennen. Der STUN-Client ist in dem Fall auf dem SIP-Client mit drauf oder im SIP-Client integriert. Der sendet Pakete an die konfigurierte STUN-Server-Adresse und der STUN antwortet dann an den Client mit der öffentlichen IP, mit der der Client bei ihm ankam, sehr vereinfacht ausgedrückt. Der Client weiß damit aber, dass er hinter einem NAT ist. Und er kann auch im SDP schon direkt die Zieladresse inkludieren, die er genattet hat. In dem Fall enthält SDP dann einfach zwei IP-Adressen als Media-Endpoints. Und das wird quasi durch Probieren rausgefunden, welcher zu verwenden ist. Das hängt auch ein bisschen von der Intelligenz von der Gegenstelle und vom SIP-Server ab, wie gut das dann funktioniert. Die ganzen Provider sind aber darauf eh eingestellt, weil das in dem Fall nicht die Ausnahme, sondern die Normalität ist und honorieren das dann meistens. Zweiter Punkt, wo eine Firewall ins Spiel kommt, ist natürlich, wenn jetzt dann der Proxy festgestellt hat, von welcher IP-Adresse das kommt und er jetzt Bob anrufen möchte und Bob wieder hinter einer Firewall ist. Wir haben ja eben gesehen oder gelernt, dass SIP meistens UDP-basiert ist. UDP hat aber einen ganz großen Knackpunkt, dass es eben keinen State als solchen hat. Und Firewalls mögen das nicht. Firewalls mögen lieber einen State halten und wollen genau wissen, wer mit wem redet und wenn sie NAT machen, wann sie den Port wieder weiterverwenden können, um eine weitere IP-Adresse oder einen weiteren Client auf den gleichen Port drauf zu natten. Das Ganze macht es dann nochmal extra komplizierter, weil im schlimmsten Fall kommt, wie wir ganz am Anfang im Screenshot von Twitter gesehen haben, der Invite gar nicht bei Bob an,
sondern wird hier von der Firewall rausgefiltert, weil die Firewall denkt, Port 5060 ist aktuell nicht in Verwendung. Das heißt, wir brauchen eine Lösung für das Problem. Es gibt im SIP ein sogenanntes Keep-Alive-Intervall. Bei dem sendet der Client Keep-Alive-Pakete an den SIP-Server, die keine andere große Funktion haben, als dem Server mitzuteilen, dass der Client noch da ist. Der Server muss sich ja merken, unter welcher IP-Adresse, unter welchem Port welcher Client zu erreichen ist. Also wie er die Telefonnummer erreichen kann, die da angerufen wird. Und gleichzeitig auch, um der Firewall zu sagen, dass die Verbindung noch aktiv ist und dass der Port noch bitte offen bleiben soll. Thema Firewalls kann durch TCP gelöst werden, weil der Mechanismus, den man hier damit teilweise nachgebaut hat, durch TCP selbst schon direkt abgebildet ist. Deswegen habt ihr eben in dem Screenshot von dem kompletten Callflow auch den Parameter TCP gesehen, weil das in dem Fall von einem mobilen Client war und das Mobil in dem Fall auf dem Handy manchmal besser funktioniert, wenn man TCP verwendet. Das hängt natürlich auch nochmal davon ab, ob das WLAN, in dem man gerade drin ist, eine Firewall drin hat und der Admin nur UDP oder nur TCP erlaubt hat. In vielen Fällen funktioniert TCP aber auch und löst gerade solche Keep-Alive-Probleme. Gerade bei Carrier-Grade NAT ist es ansonsten schwierig, da durchzukommen. Genauso ist der Telekom Speedport Hybrid Router bekannt dafür, massive Probleme zu machen, wenn man hinter der Hybridleitung weitere SIP-Endgeräte betreiben will. Und auch da ist TCP oft eine Lösung, um zum Ziel zu kommen. Vor allem, wenn der Hybrid-Router oder die Firewall allgemein das SIP-Application-Layer-Gateway nur auf UDP-Traffic anwendet und TCP-Traffic durchlässt. Ansonsten, wenn nämlich Manipulation auf der Firewall passiert, können auch manchmal Parameter kaputt gehen, die mitgesendet werden, die Firewall gar nicht versteht. Und dann hat man doch wieder nur Audio in eine Richtung oder es kommt doch wieder gar nicht an. Alternativen dazu sind entweder SIP-Proxys auf der Firewall direkt, also nicht nur eine Erweiterung von IP-Tables, sondern eine richtige SIP-Proxy-Software, zum Beispiel SIP-Prox-D ist für Linux und für OpenWRT oder LEDE gerne genommen, um das zu tun. Dann hält der Proxy-Server die Verbindung und multiplext das auf die Clients hin. Eine Alternative, was oft gemacht wird, ist, dass die Telefonanlage gar nicht hinterm NAT steht, sondern auch direkt im Internet, weil es eben auf der Fritzbox direkt läuft oder weil es ein Firmenkunde ist, der mehrere IP-Adressen hat und eine für seine Firewall verwendet und eine andere für die Telefonanlage. Dann muss er dafür geeignet sein. Dinge, die direkt im Internet stehen, sollten das wissen und sollten damit klarkommen, vor allem durch regelmäßige Authentifizierungsversuche. Lohnt es sich nicht nur bei SSH, sondern auch bei SIP, Fail-to-Band zum Beispiel einzusetzen, um Endpunkte, die durch Brute-Force-Attacken rausfinden wollen, was da erreichbar ist und was nicht, dann zu sperren. Manchmal ist da aber auch wieder ein sogenannter SBC, also der Session Border Controller, notwendig, der dann die Übersetzung der internen zu externen Adressen macht. Der Session Border Controller, wie wir eben gehört haben, ist ja auch notwendig, wenn man jetzt zum Beispiel Skype for Business anbinden möchte oder jetzt auch Teams aus der Cloud von Microsoft, kann man genauso mit Telefonnummern versorgen und der Telefonanlage, die bei der Firma vor Ort steht, verbinden. Das geht dann auch über einen Session Border Controller, der auf der einen Seite einen Link zur Telefonanlage hat und dann zum Internet hin zu Teams connected. Damit wären wir jetzt bei den Fragen. Gut, 10 Minuten schneller. Aber okay. Ja, ich hoffe, das war nicht zu schnell für alle. Ich hoffe, dass jeder mitgekommen ist. Aber damit haben wir jetzt auch noch ein bisschen mehr Zeit für Fragen. Dann schmeiße ich in die Notizen gerade mal. Ein Momentchen. Ach so. Ein Link, in dem steht, wie ihr, wenn ich euch gerade freigeklickt habe, beziehungsweise die zwei anderen Moderatoren könnten da mal gerade mitmachen.
euch neu verbinden könnt, wenn ihr akustisch Fragen stellen wollt. Alternativ könnt ihr die natürlich hier in den Chat schreiben, dann lese ich die vor. Ob eine Unify Highpass SIP-fähig ist? Soweit ich weiß, ja. Ich bin im Unify-Portfolio nicht so tief drin. Ich glaube, Highpass ist die aktuellste Generation von dem Ganzen und ja, das ist sie. Es gibt sogar SIP-fähige Telefone, die direkt dazugehören. Da hat man die Wahl, ob man das Unify-eigene Protokoll verwendet oder SIP. Die Telefonanlagen können aber auch SIP-fähig gemacht werden. Das ist auf jeden Fall eine Lizenzsache und eventuell sogar eine Sache von der Hardware, die da drin steckt. Ich weiß nicht, ob das jede CPU kann oder nicht. Aber ich weiß, dass es grundsätzlich geht. Wir haben im Büro ein paar Unify oder sehr viele Unify-Anlagen und auch Telefone und da auch ein Mix aus Callcenter-Fähigkeiten, SIP-Telefonen dran und so. Hast du eine Empfehlung? Ich habe eine Ergänzung. Ja. Wir haben in der Uni hier auch Unify Highpass stehen, einmal mit irgendwie fürchterlich viel Kabelgewirr und dann gibt es eine Kopplung zu einem SIP-Teil. Das sind dann irgendwelche Server, auf denen, glaube ich, ein Linux läuft. Aber grundsätzlich kann man das verheiraten und wir rollen hier immer mehr SIP aus. Oder VoIP aus generell. Also hier ist, glaube ich, 4000 oder 8000 steht hier rum. Ich glaube, die 8000er hat eine Kopplung in Richtung SIP. Das ist aber nur Glauben, das ist nicht mein Bereich. Okay. Ja. Je nachdem, was du mit der Unify und SIP machen willst, wenn es rein darum geht, dass dein Telefonanbieter dir die bisherige ISDN-Leitung gekündigt hat und jetzt dich auf VoIP migrieren möchte, hast du natürlich immer die Möglichkeit, ein Gerät vorne dran zu schalten, was dann die Konvertierung von SIP zu TDM übernimmt. Zum Beispiel von Pattern oder Audio-Codes gibt es Geräte, die dann SIP und Firma S0 dran haben oder auch S2M und das Ganze dann machen. Gibt Anwendungsfälle wo das auch Sinn macht. Hast du Empfehlungen für einen SIP-Client unter Linux? Sehr gute Frage. Ich habe gerade mal geguckt. Ich habe auf dem einen Notebook, ich habe früher gerne Twinkle genommen. Da ist jetzt die Entwicklung leider ein bisschen zu ins Stocken gekommen. Ich kenne Leute, die nutzen Linphone. So die zwei, die da verbreitet sind. Ich habe gerade mal geguckt, ich habe gerade hier auf dem Notebook keinen drauf. Nee, leider nicht. Genau, ich muss mal kurz nochmal hochscrollen. SIP via Fritzbox mit Analogtelefonanrufe von draußen auf die Festnetznummer kommen nicht durch, von innen nach draußen hingegen schon. Was könnte die Ursache sein? Es geht um die externe Anbindung von SIP-Clients. Ja, dann bräuchtest du ein SIP-Modul direkt in der für die Highpass, aber da gibt es auf jeden Fall Lösungen. Ob das wirtschaftlich immer sinnvoll ist, muss, ich sag mal, jeder für sich selbst entscheiden. Hängt auch ein bisschen davon ab, wie alt die Telefonanlage ist. Irgendwann ist in meinen Augen immer der Punkt erreicht, wo es sinnvoller ist, das Komplette zu ersetzen und einmal einen harten Cut zu machen, statt immer wieder nachzuinvestieren. Tendenziell die Alcatel Omni PCX Office ist da so eine Anlage, die ich gelegentlich mal sehe, wo, wenn sie ein paar Jahre alt ist, es oft sinnvoll ist, einen harten Cut zu machen und das komplette Netz umzustellen, wenn es jetzt nicht 1000 Nebenstellen sind. Guest Uli, SIP via Fritzbox. Die Frage verstehe ich gerade nicht so ganz, was du damit meinst. Eventuell könntest du es nochmal ein bisschen
bisschen genauer weiterschreiben. Daher gehe ich erstmal runter. Zum ersten Rumspiel mit Zip, Asterisk oder FreeSwitch. Ich bin ein ganz großer Deutschfreund. Ich habe ehrlich gesagt dreimal versucht, Asterisk zum Laufen zu bekommen. Das eine Mal war 15, ist 15 Jahre her, das andere Mal irgendwie 7 oder 8 und das dritte Mal jetzt vor nicht allzu langer Zeit. Ich bin immer gescheitert. Irgendwas wollte immer nicht kompilieren. Irgendwelche Flags haben ihm nicht gepasst. Und irgendwas ist immer schief gegangen. Und vor über 10 Jahren bin ich bei FreeSwitch gelandet. Der hat bisher bei mir immer funktioniert. Ich habe ihn gerade kürzlich daheim auf einem Raspberry Pi 4 kompiliert, weil ich das bei mir ein bisschen umstellen will. Das hat im ersten Anlauf funktioniert. Es gibt gute Dokumentation dazu und gute Beispiele dazu. Es gibt ein sehr großes Beispiel. Tendenziell findet man für Asterisk im Internet noch ein bisschen mehr. Asterisk, nicht Asterix. Aber ich bin ein ganz großer FreeSwitch-Fan. Ich meine, hier der Big Blue Button basiert auch auf FreeSwitch. Das ist eine super Sache. Ups. Daher bin ich, was das angeht, Team FreeSwitch. Genau, du sagtest, dass TLS immer noch nicht weit verbreitet ist. Heißt das bei den ganzen Internet-Telefonie-Anbietern bzw. den Providern ist der Audio-Stream unverschlüsselt im Internet, gerade bei PBX im Netz als Dienst? Ja, genau das. Wobei das TLS beinhaltet die Signalisierung. Audio ist nochmal eine komplett andere Sache. Audio wird bei SIP eigentlich nie mit TLS verschlüsselt. Da gibt es Kryptomethoden, die direkt auf dem RTP aufsetzen. Da gehe ich in meinem nächsten Talk ein bisschen mehr drauf ein. Die Signalisierung mit TLS zu verschlüsseln unterstützen mittlerweile manche Anbieter. Für Audio gibt es auch Überlegungen oder gibt es Möglichkeiten, das zu tun. PlayStyle hat, soweit ich weiß, angefangen, das bei einzelnen Endgeräten mittlerweile zu unterstützen. Das Audio aber zu übertragen, ist ein Riesenthema. Die Implementierungen bei den Clients sind oft buggy, oft nicht direkt nach Standard, was dann wieder massive Kompatibilitätsprobleme bringt. Von daher ist das sehr oft unverschlüsselt und fast alle Provider, die mir einfallen, unterstützen es auch nicht. PlayStyle hat es jetzt vor einer Weile angefangen auszurollen. Die SIP-Signalisierung mit TLS abzuschlüsseln ist ein bisschen verbreiteter. Audio selbst, aber quasi nicht. Innerhalb von der Firma oder innerhalb seiner eigenen Anlage kann man es machen. Ich habe es bei mir zum Beispiel so eingestellt, dass mein FreeSwitch nach extern das Ganze das macht, was unterstützt ist, also meistens unverschlüsselt. Und mein Softphone, was ich auf dem Smartphone habe, kommuniziert dann verschlüsselt mit meinem Server. Das kann man sich auch entsprechend zurechtbasteln. Aber ansonsten die ganzen Provider, die darauf umstellen, das ist unverschlüsselt. Man muss jetzt aber auch sehen, wenn man jetzt Kunde bei 1&1, bei der Telekom, Unity Media, wo auch immer ist, die Leitung, die man früher hatte, das ISDN oder das Analoge, war genauso unverschlüsselt. Und für die Fälle, dass man SIP über den gleichen Provider wie Internet verwendet, nutzen manche Provider ein eigenes VLAN, um das ein bisschen vom Internet-Traffic zu trennen. Wodurch natürlich die Gefahr ist, dass es abgehört wird, geringer ist. Aber klar, sobald jemand Zugang zu der IP-Kommunikation hat, die da läuft, dann kann er das einfach mithören. Wireshark hat auch extra Module dafür, wo er dann G711 und ich glaube auch G722 direkt dekodieren kann und einem aus einem SIP-Trace die Wave-Datei extrahieren kann. So, SIP-Client unter Linux hinter OpenWRT-Router, der hinter einer Fritzbox hängt. Anrufen geht, klingelt jeweils, aber man hört nichts. Benötigt man dann noch mehr Hardware oder gibt es da Tutorial-Tipps? Wenn Anrufen geht und es klingelt, heißt das, dass deine Firewall die Pakete, die SIP-Pakete schon mal erstmal durchlässt. Aber wenn man nichts hört, dann passiert an irgendeiner Stelle mit dem NAT irgendwas Falsches und die RTP-Pakete werden weggeworfen. Und wenn man in beide Richtungen nichts hört, dann klingt das schon mal sehr komisch. Oft hat man das dann, dass der lokale Client-Ton sendet, also quasi wenn man von intern auf dem Handy draußen anruft, dass das Handy die eine Person hört, aber der Rückweg nicht funktioniert. Das ist dann eine SIP-Thematik. Aber die Konstellation Linux hinter OpenWRT, hinter Fritzbox ist, ich sag mal, fies. Hatte ich auch schon mal gehabt. Da
an allen möglichen Ecken hängen und stolpern. Mittlerweile soll das aber hinter der Fritzbox, soweit ich weiß, ganz gut funktionieren. Du kannst mal ausprobieren, ob es besser wird, wenn du auf deinem OpenWRT-Router den ZipProxD installierst und einrichtest. LTE Max hatte da gerade kürzlich auf Twitter was geschrieben, dass er das bei sich jetzt zum Laufen hat, die Tutorials aber sehr unzulänglich waren und er da einen Blogartikel dazu machen wollte. Vielleicht kommt er demnächst, dann kannst du dich daran orientieren. Genau, Bearzip ist ein netter CLI-Client. Bearzip gibt es mittlerweile sogar für Android im F-Droid Store. Zip-Telefon-Empfehlung zum Betrieb an einer Fritzbox 7490. Das hängt ganz davon ab, was du damit machen willst, welche Features du nutzen willst. Grundsätzlich, Snom ist ein großer deutscher Hersteller, Yerlink ist in den letzten Jahren stark in den Markt gekommen, ist, soweit ich weiß, ein chinesischer Hersteller, die aber von Features her sehr unterstützt sind. Von daher würde ich tendenziell einen der beiden Hersteller nehmen, oder das sind die beiden, die man in letzter Zeit am meisten sieht. Snom habe ich ein paar davon daheim. Mein Wecker. Ja. Das ist so die Sache, aber Snom oder Yerlink haben da eigentlich ganz gut unterstützt. Ich habe ein analoges Telefon an die Fritzbox angeschlossen. Anrufe ins Festnetz funktionieren, doch mich kannst du auf der Festnetznummer nicht erreichen. Hast du auf der Fritzbox richtig eingestellt, dass das analoge Telefon für die Nummer klingeln soll? Du kannst ja einstellen, welche Nummern auf welchen Telefonen klingeln sollen. Und da muss der Haken gesetzt sein, dass das Analoge entweder auf allen klingelt oder nur auf manchen. Genau. Genau, montags, ja, beim Anbieter ist das im Internet, das ist okay, aber es gibt externe Anbieter und viel Stadtwerke, die das nur zukaufen, dann geht durchs Internet. Ja, das stimmt. Es gibt SIP-Provider, die rein als White-Label-Operator auftauchen. Da kann quasi die Stadtwerke, die Glasfaseraufbau machen möchte, hingehen. Der Provider kümmert sich komplett um Billing, um Portierung, um Lawful Interception, also Abhörmaßnahmen von der Polizei und anderen Diensten. Dann geht es durchs Internet, genau. Ja, das passiert. Das ist verbreitet. Oder genauso sogar bei 1&1 ist es so, die nutzen kein eigenes VLAN dafür, da geht es auch durchs Internet durch. Und wenigstens mal bis zu den 1&1-SIP-Servern. Und da ist es genauso. Wenn da jemand den Datenstrom zwischendrin abgreifen kann, dann kriegt er das. Ist halt immer so die Frage, wie oft das passiert, solche Angriffe auf die Netze, was will man tun? Aber klar, wenn man jetzt gezielt jemanden damit abhören möchte und auch Zugang zu Technik oder sowas hat, dann geht das schon. Jetzt einfach mal großflächig Sachen damit abzuhören, mal als Privatkunde, ist nicht so einfach, um es mal so zu sagen. Klar, aber Geheimdienste oder so kommen da sowieso dran, weil die gehen im schlimmsten Fall zum Provider und sagen dem, dass er die ganzen Audiodaten auszuleiten hat oder mitzuteilen hat, wie er da drankommt. Also wenn man sich gegen staatliche Überwachung oder andere Abhörmaßnahmen schützen möchte, dann ist SIP sowieso in meinen Augen der falsche Ansatz. Dann, sobald man dann Provider-Infrastruktur verwendet, ist man da ja eh wieder komplett drin. Dann muss man sich was komplett Eigenes aufsetzen, eigene Telefonie-Software, Signal verwenden oder andere Software, die das dann direkt übernimmt und entsprechend sicher abbildet. Ah, okay, wenn die Fritzbox nur als reines Modem verwendet und nicht nochmal NAT drauf macht, dann ist es okay. Sobald da zu viel Intelligenz drin ist, kann das Ganze dann auch, schnell schief gehen. In dem Fall beim Hybrid-Router der Telekom war das ein ziemlicher Krampf, bis da ein SIP-Server hinten dran dann nochmal funktioniert hat mit entsprechenden Features. Wurde aber dadurch dann gelöst, dass die Telekom-SIP-Server über TCP angesprochen wurden und die Event-Phone-SIP-Server über TCP mit TLS.
um die UDP-Probleme zu umgehen. Genau, Softphone im Hotel WLAN, großes Thema, in dem Fall, ja, hat man das Problem, dass halt natürlich im Hotel WLAN das Ganze einfach mitgehört werden kann. Ich würde in dem Fall empfehlen, entweder das Ganze über einen VPN-Tunnel zu machen, wobei ich auch verstehen kann, dass man da nicht noch eine weitere Schicht reinziehen möchte, die Latenz und Jitter hinzufügt. Wenn da der Provider dann direkt Verschlüsselung unterstützt, wäre es natürlich wünschenswert und wird das Ganze machen. Mir ist noch nicht bekannt, dass über den Weg Zugangsdaten zu Nummern gebaut wurde. Da hält die Authentifizierung noch, was mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Aber was ja nicht ist, kann ja noch werden. Und Zugangsdaten für SIP zu klauen ist ein ganz großes Thema. Es gibt im Internet automatisch, sobald ein SIP-Server online ist, kommen tausende Anrufversuche rein, wo irgendwelche Bots versuchen, beliebige Ziele anzurufen, um damit dann Mehrwertnummern zu erreichen und Geld damit zu machen. FreeSwitch hat den schönen Vorteil, der ist von Haus aus sicher im Sinne von, dass er Authentifizierung für sowas erzwingt. Es ist dringend empfohlen, das Default-Passwort zu ändern auf was Eigenes. Das funktioniert ganz gut. Wenn man sich Yate angucken möchte, da muss man das Ganze selbst bauen erstmal, dass nicht jeder Client über den Server unauthentifiziert Anrufe tätigen kann, die nicht lokal gehandelt werden, also lokale User anrufen. Ja, das mit dem analogen Telefon, jetzt so aus dem Bauch raus, weiß ich jetzt gerade nicht genau, warum. Weißt du, hat die Fritzbox die richtige SIP-Registrierung zu ihrem Provider hin? Siehst du, dass das da ist? Taucht der Anruf eventuell in der Anrufliste als verpasster Anruf auf oder siehst du da gar nichts? Wenn da nicht mal ein verpasster Anruf in der Anrufliste drin ist, dann als wird da mit der Registrierung was schieflaufen, dass der Server nicht mehr weiß, wie er die Nummer erreichen kann, also wo die Fritzbox ist. Das müssen wir sich dann bitte nochmal angucken. Gut, aber wenn keine Fragen mehr sind, dann würde ich sagen, war es das für den Talk. Und ja, in 40 Minuten ist dann der zweite Talk, wo ich nochmal ein bisschen auf ein paar mehr Probleme, gerade im Bereich NAT und vor allem auch in Verschlüsselung, was da das Thema ist, auch im Zusammenspiel mit IPv6. Ein paar Sachen erwähne. Okay, dem habe ich quasi nichts mehr hinzuzufügen, außer ein Dankeschön. Und bitte? Dann machen wir den Raum hier wieder zu und sehen uns dann so in einer halben Stunde wieder, ist der Raum wieder offen, und dann geht es weiter mit noch mehr schlimmen Dingen über Internettelefonie.